Moin und willkommen in meiner Garage. Heute wollte ich mit euch eine Sehne bauen. Dazu habe ich mir alles bereitgelegt, was ich brauche. Es geht erstmal um eine Recurve-Sehne. Zur Compound-Sehne kommen wir wann anders mal. Wir haben hier einen Sehnengalgen, Sehnengarn, Sehnenwachs, Wickelgarn, ein Messer, ein Feuerzeug, ein bisschen Kreide und ein Maßband. Das ist so ziemlich alles, was man dafür braucht. Als erstes werden wir mal eine Sehne vermessen, die ich nachbauen möchte. Solltet ihr nicht eine Sehne schon haben, auf die ihr aufbaut, gibt es so Längen, an denen man sich ungefähr halten kann. Das ist für einen 66 Zoll Bogen ungefähr zwischen 164 und 166 cm. Für einen 68 Zoll Bogen 166 bis 168 cm. Und für einen 70 Zoll Bogen so 168,5 bis 170,5. Das sind aber nur ungefähr Angaben. Ihr müsst es auf den jeweiligen Bogen genau anpassen. Zum Anfang messen wir dann die Sehne einmal aus. Ich habe hier von Ende zu Ende ungefähr 164 cm plus minus ein wenig, was das als eine 66 Zöller klassifizieren würde. Ich weiß aber, dass diese Pfosten einen Umfang von ungefähr einem Zentimeter jeweils haben. Dementsprechend müssen wir ein wenig was da drauf rechnen. Also sind wir bei einem in etwa 166 cm langen Sehne. Das ist eine relativ kurze Sehne für einen 68 Zoll Bogen. Ich weiß, dass der Bogen 68 Zoll hat. Ganz wichtig ist, wir messen einmal hier unten den Abstand von den Aufnahmen. Das sind 143 cm, ungefähr 142,5. Und dann nehmen wir die Sehne auch schon runter. Den Abstand haben wir gemessen, weil wir, nachdem wir die Dinger quergerichtet haben, jetzt ein wenig was hinzugeben, da wir die Sehne ja durch Eindrehen verkürzen werden. In meinem Fall gebe ich jetzt 1,5 cm dazu, also sind wir bei 1,5 bis 2 cm. Das müsst ihr je nach Sehnengalgen für euch ausprobieren. Ich habe den jetzt auf 164,5 gestellt und dann werden wir schauen, was sich ergibt. Ich werde eine 16-Strang-Sehne bauen aus 81,25. Das ist das Garn, was ich gerne verwende. Das ist relativ universelles Recurve-Garn. Als Farben habe ich grau-rot. Die Sehne wird also wie die alte Sehne auch zweigeteilt in der Farbe. Dementsprechend brauchen wir für eine 16-Strang-Sehne 8 Wicklungen pro Farbe, das heißt 4 Umrundungen von dem Ganzen. Dazu haken wir, ich lege einfach so eine kleine Schlaufe, damit hakt sich das ganz gut fest und gehe dann viermal drumherum. Zum Abschluss lege ich das Sehengarn einmal rum und ziehe es unten drunter. Das reicht eigentlich, um das so lange festzuhalten. Wichtig beim Drumherumgehen ist, dass ihr eine halbwegs konstante Spannung aufbaut, nicht zu viel. Ihr wollt die Pfosten nicht biegen und eure Sehne dementsprechend verkürzen. Das waren jetzt 4 Wicklungen grau. Und weil ich das andere Ende von die andere Farbe auf der anderen Seite enden lassen möchte, machen wir jetzt da, fangen wir da an und machen 4 Wicklungen rot. Schieben wir das alles schön zusammen. Als nächstes schneide ich mir das Sehengarn ab, vorsichtig, dass ich den Rest nicht antacker. Und wickle meine Öhrchen. Ich versorge die Öhrchen immer mit etwas Schutzwicklung. Dazu schneiden wir uns so einen guten halben, dreiviertel Meter von dem Sehengarn ab. Streifen das einmal mit dem Daumen platt.
und wickeln es dann ans Ende. Die Öhrchen mache ich so in etwa 10 cm lang. Der Abstand zwischen diesen beiden Pfosten beträgt 20 cm. Das heißt, ich werde hier anfangen und ungefähr da enden. Es ist nicht ganz so wichtig, wie lang ihr eigentlich werdet. An der Stelle wichtig ist nur, dass ihr das auf der zweiten Seite gegenüber genauso lang macht. Einmal umgelegt und einfach übergewickelt. Während ich wickel, ziehe ich das mit meinem Fingernagel immer ein wenig platt. So dass sich eine schöne, dünne Schutzwicklung ergibt. Ihr könnt auch auf die Schutzwicklung verzichten, wenn ihr am Sehnengalgen bleibt, um die ganze Sehne zu bauen. Ich werde nachher auf meine Sehnenspannvorrichtung umwechseln und daran weiterbauen. Ihr braucht euch aber nicht unbedingt, für Recurve-Sehnen braucht ihr euch nicht unbedingt eine zu machen. Und das Ende stecken wir jetzt einfach zwischen die zwischen der Wicklung durch und ziehen an beiden Enden einmal nach innen, dass es ein wenig fest wird. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch, aber dazu nehme ich euch mit in die Nahaufnahme. Und auch hier markieren wir uns die Stelle ungefähr. Ich habe mich dazu entschlossen, die zweite Seite mit einem roten Faden zu versehen, damit wir auch oben und unten voneinander unterscheiden können. Ich fädel den Anfang einmal in der Mitte durch und dann fange ich an, munter drumherum zu wickeln. Um die Enden braucht ihr euch keine Sorgen machen, die werden eh eingewickelt. Und immer schön mit dem Daumen flach ziehen, drüber wickeln, flach ziehen, drüber wickeln. Spalte ich die Sehne auf, es muss nicht mittig sein, und schiebe den Rest durch. Einmal ein bisschen zusammengezogen, fertig. Jetzt kann ich, weil ich diese Schutzwicklung gemacht habe, die Sehnenenden losschneiden. Solltet ihr auf die Schutzwicklung verzichten und rein am Sehnengalgen bleiben wollen, könnt ihr das jetzt noch nicht tun. Ich habe jetzt beide Enden losgeschnitten. Also die andere Seite auch, off-camera. Und wenn ihr auf die Schutzwicklung verzichtet und die Sehne so weiterverwenden wollt und am Galgen weiterarbeitet, würdet ihr jetzt die Seiten jeweils lösen, zur Seite drehen und wieder festzerren. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Kräftig spannen und dann könntet ihr hier weiter wickeln. Die Sehne wäre noch fest, weil ihr sie noch nicht losgeschnitten hättet. Und ihr könntet die gleichen Entwicklungen machen, die ich jetzt gleich auf der Sehnenstreckmaschine mache. Ich baue jetzt einmal um und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Sehne jetzt auf die Sehnenspannvorrichtung aufgespannt und ungefähr 35 Mal eingedreht. Vorteil von der Sehnenspannvorrichtung ist im Vergleich zu dem reinen Sehnengalgen, ich kann meine Wicklung, zumindest die Endentwicklung, auch im aufgedrehten Zustand machen. Des Weiteren habe ich die Sehne mit
12,5 Kilo, also über die Vierfachverstärkung durch den Flaschenzug mit ungefähr 50 Kilo belastet. Das führt dazu, dass die Sehne schon vorgespannt wird und der Einschießvorgang für die Sehne etwas in der Zeit reduziert wird. Ich habe jetzt exemplarisch mal das eine Ende euch in die Kamera gehalten und zeige euch daran, was ich jetzt auch mit dem Rest der Sehne und am anderen Ende mache. Als allererstes habe ich mir ein Stück Restsehnengarn genommen, was ich vorhin eh abgeschnitten habe, und schlinge das einmal drumherum und ziehe damit die Sehne ab. Das sorgt dafür, dass die Sehne schön rund wird und ich nachher beim Wickeln weniger Probleme habe. Als nächstes markieren wir uns Öhrchen und Endenwicklungslänge. Meine Öhrchen sollten so ungefähr 2,5 bis 3 cm, lieber etwa 3 cm haben. Das heißt, die beginnen so hier und die Wicklung so in etwa 10 cm bis 12 cm lang sein. Machen wir sicherheitshalber einfach mal so 12 bis 13. Das müsst ihr für euch abschätzen, wie lang ihr die haben wollt. Aber sollten immer noch so lang sein, dass sie in der Kufe von dem Wurfarm enden. Als nächstes nehmen wir uns das Mickenwicklungsgarn oder Wickelgarn. In dem Fall habe ich 3D von BCY und fangen die Wicklung an. Dazu setze ich an dem Ende einen Knoten. Und fange locker das Wickeln an. Wichtig dabei ist, dass ihr die Fäden sauber nebeneinander legt, so ungefähr 4 bis 5 Wicklungen. Dann könnt ihr fest anziehen. Dann wickeln wir das Wickelgarn ran, holen uns noch etwas Licht rüber. Sehen, was wir tun, und fangen mit der Wicklung an. Das Wickelgerät dabei ruhig so festmachen, dass ihr etwas Widerstand habt, aber nicht so viel, dass ihr die Sehne wegdreht bei der Nummer. Nach so 20 bis 30 Wicklungen könnt ihr den Restfaden einfach rauslassen, der ist dann sicher und wickelt einfach. Ich habe euch jetzt mal auf meine Perspektive rangebracht. Ihr seht, ich schiebe mit dem Daumen rüber, mit dem Zeigefinger drehe ich weiter. Mit ein bisschen Übung werdet ihr schneller. Und das macht ihr, bis ihr bei eurer Markierung ungefähr angekommen seid. Ihr könnt so 1 bis 2 cm vorher aufhören. Dann zieht ihr euch den Faden raus, legt eine große Schlaufe und verschwindet aus dem Bild. Ihr seht, ich habe die große Schlaufe gewickelt. Die halte ich mit der einen Hand auf Spannung und wickel jetzt in der Schlaufe nach innen zurück. Das machen wir so 10 bis 15 Mal. Entschuldigung. Dann ziehen wir uns Faden raus, legen den halten den mit der linken Hand gespannt fest, Daumen drauf, und fangen an, das Ende zurückzuwickeln. Wichtig dabei ist, dass ihr hier immer auf dem Ende Spannung behaltet. Während ich das eine Ende aufwickel, zurückzuwickeln, wickelt sich das andere Ende ab. Deshalb habe ich eben in der gleichen Richtung weitergewickelt.
Das erfordert ein wenig Probiererei, bis ihr verstanden habt, wie es geht. Aber nehmt euch eine alte Sehne, etwas günstiges Wickelgarn und probiert es einfach aus, bis ihr es könnt. Habt ihr nur noch eine Schlaufe übrig, könnt ihr jetzt durchziehen, dabei konstant mit beiden Händen immer Spannung auf der Sehne lassen. Und dann verschwindet das Ende. Einmal festziehen, abschneiden und abbrennen. Wichtig hierbei ist, Flammen gehen immer nach oben, also nehme ich die Sehne, drehe sie hoch, sodass die Flamme daran entlang brennt. Fertig ist die eine Seite. Das ganze Spiel wiederholen wir jetzt einfach auf der anderen Seite. Nachdem beide Seiten jetzt fertig sind, kommen wir nun zur Mittenwicklung. Bei der Mittenwicklung ist es wichtig, dass sie nicht ganz mittig ist. Ich habe jetzt mal die Mitte zu Schauzwecken mit diesem blauen Band da markiert und würde jetzt unter normalen Umständen nach unten ungefähr 8 cm, nach oben ungefähr 10 cm gehen. Also jetzt von 10 bis 18. Da ich aber keine normale Recurve-Sehne hier baue, sondern eine Sehne für einen Blankbogen, bei dem es leider so ist, dass die Mittenwicklung nicht im Augenbereich des Schützen aufhören darf, muss die Mittenwicklung deutlich länger sein. Da ich eine Schausehne habe, kann ich sie einfach anlegen und kann gucken, wo die Mittenwicklung sein müsste. Wie ihr sehen könnt, sie endet außerhalb des Bildes auf der anderen Seite. Diese Länge markiere ich mir jetzt einfach, so wie ich mir auch die Entwicklung markiert habe. Und dann weiß ich, wo meine Wicklung hin muss. Jetzt gehen wir bei der Aktion genauso vor, wie wir das bei den Enden gemacht haben. Deswegen fangen wir jetzt ganz vorsichtig an zu wickeln. Legen die Reste sehr locker über die Sehne. Auch das machen wir so 4 bis 5 Wicklungen, bevor wir mit der richtigen Wicklung anfangen können. Das Ende des Fadens halten wir noch eine Weile auf Spannung und wickeln drüber. Wenn wir ungefähr eine 3, 4, 5 cm lange Strecke zurückgelegt haben, unterbrechen wir einmal kurz und testen eine Nocke. Ich habe mir dazu einen Pfeil geholt und schaue jetzt, wie die Nocke aufnockt. In dem Fall nockt sie satt auf, kann sich leicht hin und her bewegen, dreht nicht die Sehne mit, wenn ich die Nocke drehe. Und geht leicht wieder runter. Nicht zu leicht, aber doch ordentlich und hält die Sehne nicht fest. Das bedeutet, wir sind mit unserer Dicke ganz gut, wenn der Faden drunter liegt. Und das heißt, wir werden ihn jetzt drunter liegen lassen und einfach so weiterwickeln, bis wir so weit angekommen sind, bis wir oberhalb von den Nockpunkten angekommen sind. Sollte die Nocke jetzt zu fest sein, schneidet ihr den Faden runter. Sollte die Nocke immer noch zu locker sein, müsstet ihr euch entweder 2 Fäden drunter legen, was ein Riesenaufwand ist, oder aber ihr besorgt euch dickeres Wicklungsgarn. Zwischendurch immer mal wieder die Spannung kontrollieren. Wenn ihr merkt, dass das Wicklungsgerät zu locker wird, einfach einmal nachziehen. Wenn das Wicklungsgerät richtig eingestellt ist, dann sollte die Wicklung so leicht scheinend werden. Jetzt sind wir am oberhalb des Nockpunkts angekommen. Das heißt, jetzt spielt darüber hinaus spielt
ist keine Rolle mehr, wie die Nocke passt. Das heißt, wir können auf den Faden verzichten, was uns das Wickeln einem einiges einfacher macht. Dazu lege ich den Faden erstmal ein wenig aus dem Weg, um ihn nicht aus Versehen in einen Klumpen einzuwickeln. Und schneide ihn ab. Und auch hier seid ihr in der Nähe eurer Markierung angekommen, könnt ihr aufhören, zieht eine lange Schlaufe, haltet diese schön fest und wickelt in der Schlaufe vorsichtig die 10 bis 15 Wicklungen weiter. Legt danach den Faden über und fang vorsichtig an, zurückzuwickeln. Und auch dabei immer die Spannung behalten. Deshalb lege ich meinen Zeigefinger oben drauf, damit ich die Schlaufe loslasse. Habt ihr bis zum Ende gewickelt, könnt ihr jetzt vorsichtig das Garn durchziehen und immer die Spannung behalten. Entschuldigung. Einmal festziehen und dann bleibt nur noch abschneiden und abbrennen. Habt ihr wie ich auf einem Sehnenstreckgerät, einer Sehnenstreckvorrichtung gewickelt? Habt ihr von Anfang an mit einer gewickelten Sehne gearbeitet? Wenn ihr nicht, wenn ihr auf dem Sehnengalgen geblieben seid, empfiehlt es sich, bevor ihr die Mittenwicklung macht, diese 35 Umdrehungen, etwa 35 Umdrehungen reinzumachen. So, seid ihr all den Schritten gefolgt, solltet ihr nun eure erste fertige Recurve-Sehne haben. Dann bleibt mir für heute nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen, besseres Wetter und viel Spaß beim selber ausprobieren.